Hallo und herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde. Das sind jetzt quasi die ersten Meter. Easy, Bro. Auf der neuen Maschine. Und es ist ziemlich crazy. Und ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen wie in der Fahrschule. Also, ja gut, nervös jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, vor allem, ich muss meine Kamera umstellen, weil ich so krass viel weiter nach vorne gebeugt bin. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall geht da definitiv gut was bei der Kleinen. Und klar, der erste Weg, den ich jetzt mache mit dem neuen Bike, ist natürlich direkt auf die Autobahn fahren und dann 270 oder sowas ballern. Nee, Spaß. Wie ihr seht. Den kennt ihr mittlerweile in- und auswendig, den Platz hier vom Olympiastadion. Sind auch ein Haufen Motorrad-Fahrschüler am Start. Ja, und ganz ehrlich, das habe ich auch vor. Erstmal ein bisschen klarkommen auf die neue Maschine. Es ist echt mega ungewohnt. Es ist mega anders. Im Gegensatz zu der Ninja 300. Ich habe gar nicht auf die Drehzahl geachtet, aber irgendwann, keine Ahnung, weil, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, 8000, 9000, 10000, ich weiß es nicht, kommt da so ein derber Bums, ey. Ich meine, klar, die Leute unter euch, die einen Tausender fahren oder so, die denken sich jetzt, das ist Pillepalle, aber ja, ich bin halt 2,5 Jahre meine Ninja 300 gefahren mit 39 PS und die hat jetzt 131. Also der Sprung ist halt schon ziemlich krass und das Handling ist auch ganz anders. Ich kann jetzt noch überhaupt nicht sagen, ob besser oder schlechter, ja, aber einfach anders. Und ja, wenn man eben, wie gesagt, 2,5 Jahre die so eine kleine gefahren ist, so eine kleine handliche ja auch, und wie ihr wisst, fahre ich ja, ja, zu 99% in der Stadt. Hier noch mal kurz auschecken. Instant auf 100. Heilige Scheiße. Da frage ich mich schon, wozu ich sowas brauche hier in Berlin. Aber gut, ich sehe hier in Berlin genug Leute, die mit Tausendern rumfahren. Also ich sehe tatsächlich überraschend oft S1000 Doppel Rs, sicherlich eine der geilsten Maschinen. Und ich merke auch, ey, meine Handgelenke müssen sich daran erstmal gewöhnen, beziehungsweise bin ich wahrscheinlich einfach total verkrampft. Vor allem meine rechte Hand, die Gashahnhand, total verkrampft, ey. Heilige Scheiße. Überhaupt kein Vergleich. Das ist halt alles viel straffer, viel präziser, viel, ja, weiß nicht, schärfer irgendwie. Ja? Auch jetzt die paar Mal, die ich versucht habe runterzuschalten, also so mit Zwischengas und so, das kriege ich überhaupt nicht hin. Ich fühle mich echt wie der letzte Fahranfänger. Kannst ja gleich mal probieren. Aber ey, ich muss das so krass üben noch. Fuck. So, zack, hat erstmal einen Sprung gemacht, ja, als ich den zweiten runtergeschaltet habe. Dieses Video ist bestimmt total langweilig für euch, ja, weil wenn ich das dann irgendwie nenne, First Ride ZX6R, alle denken, yay, los geht's. Und ich hier nur im Kreis fahre. Deabonnieren mich wahrscheinlich gleich die Hälfte von euch. Oh, ich krieg das nicht hin. Mit Zwischengas. Fuck. Macht die Maschine immer direkt einen Sprung, ey. Oh, ich wette, ich brauche so lange, um das zu lernen, ey.
Straße wagen sollte mit dem Teil. Ich komme mir langsam ein bisschen blöd vor hier mit den ganzen Leuten. Irgend so ein Typ, der hier die ganze Zeit nur im Kreis fährt, ist irgendwie, ich weiß nicht. Ja, es ist echt ab 8000 ungefähr kommt der Punch. Und das ist übrigens auch das, was mir die Leute gesagt haben, als ich überlegt habe, mir als erste Maschine so eine 600er zu holen, dass es eigentlich leichter ist, eine 1000er zu fahren, weil da die Leistung homogener, ja, ist. Das heißt, du hast die ganze Zeit halt fett Leistung, aber das kommt dann dafür nicht so plötzlich bei hohen Drehzahlen. Also mein erstes Gefühl ist auf jeden Fall, dass sie nicht so wendig ist wie die 300er. Das ist irgendwie auch klar. Schwerer, nicht viel schwerer. Boah, meine Hand, ey. Bisschen schwerer. Aber ja, vielleicht auch einfach Gewöhnungssache. Aber ich denke mal, grundsätzlich ist die Ninja 300 schon handlicher. Klar, die hat auch viel dickere Reifen hier. Och, die Bremse beißt doch böse. Ich würde mir jetzt sagen, gefühlt, sich ein Viertel der Kraft aufbringen, um zu bremsen. Also zumindest bei so niedrigen Geschwindigkeiten. Die Sitzposition ist höher. Auch so eine Sache. Ich bin nur echt kein Riese. Ich komme mit beiden Füßen aber flach auf den Boden. Aber bei der Ninja 300, ja, da hat man es gemerkt, dass das die halt eine echt niedrige Maschine ist. Ja. So erstmal der erste Eindruck, würde ich sagen. Geilste ist auch, als ich die Probe gefahren bin. Ich bin nur echt kurz Probe gefahren. Damals Landstraße hoch und runter. Setz mich so rauf, ja, natürlich auch gut nervös und so, klar, ist auch, er meinte auch vorher zu mir, wenn ich die schrotte, so muss ich sie zahlen, okay, scheiße. ja, wollte losfahren, direkt erstmal abgewürgt, das war so peinlich, ey. Ich weiß nicht, meine Ninja 300 habe ich in 2,5 Jahren, ich glaube insgesamt 2-3 Mal abgewürgt oder so und die hier gleich sofort beim ersten Mal losfahren. Und das wird mir garantiert noch häufiger passieren, weil der Schleifpunkt, ey, bei der Ninja 300, da hast du Kilometer gefühlt, kilometerweiten Schleifpunkt, ja. Du musst die nur so halb bisschen treffen und dann geht es schon. Und hier so, Millimeter zu viel, oh, abgewürgt, oh. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Ja, mal schauen. Das ist einfach Gewöhnungssache. Aber nichtsdestotrotz wird mir das 100% ein paar Mal noch mit der passieren. Warne ich schon mal vor, falls es einem Video passiert, dass es nicht ganz so peinlich wird. Würde ich sagen. Es läuft so dermaßen gar nicht. Also ja, ich kann damit fahren, klar. Am liebsten würde ich auch ein paar von diesen Pylonen hier mal austesten. Ein bisschen Slalom fahren und so. Genau, was ich machen wollte. Bremse ein bisschen. Bremshebel ein bisschen näher ranstellen. Kann ja mal ein Ründchen drehen. Nice, nice. Mit Fernlicht. Eieiei. Hey, guck die grimmig. Von der anderen Seite. Schöner Akrapovic. Toll, jetzt muss ich mein Nummernschild wieder pixeln.
Und eigentlich finde ich nämlich vom Design her, also von der Lackierung letztendlich ja nur, die aktuellste Version mit Abstand am geilsten. Die wollte ich eigentlich auch haben, war aber nicht wirklich aufzutreiben. Was ich schade finde, dass sie bei den neuen Modellen die Federgabel und die Bremsscheibe nicht mehr golden haben. Von daher, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ziemlich geil mit dem Gold. Ja, sieht ein bisschen prollig aus, ich gebe es zu, aber ich weiß nicht. Mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Ja. Cool wäre jetzt das neue Verkleidungsdesign. Weil das letzte, sage ich mal, von 2016 war es, glaube ich. Ja. Ja, da kommt ein LKW-Fahrschüler. Dann verziehe ich mich mal rasch. Achso, ich wollte eigentlich Bremse. Ich check das mal. Oder ich muss sagen, bei meiner Ninja 300, die hat schon eigentlich einen ganz guten Sound für eine 300er, ja klar. Die wollen hier Musik machen, das fällt mir jetzt erst auf und ich baller hier die ganze Zeit vorbei. Vielleicht nicht so cool. Die denken sich bestimmt, der scheiß Motorradfahrer. Egal, zurück zur Ninja 300. Mit dem Leo Vince, den meine hat, hat die eigentlich auch für eine 300er einen vernünftigen Sound, muss man sagen. Insbesondere wenn man es vergleicht mit dem Standardauspuff, den Akrapovic für die Ninja 300 habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich auch nicht schlecht, ja. Also wahrscheinlich nicht schlechter als der Leo Vince. Aber wie ich finde, der Leo Vince macht echt was her. Aber jupp, nichts vergleichen mit. Bei 10.000 Umdrehungen, ey. Krank. Einfach krank, ja. Ey, wenn ihr gerade einen Führerschein gemacht habt und einen offenen A habt, holt euch nicht so eine Maschine. Ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, ja, kann man machen, ist kein Thema und so. Kann man machen, ja. Aber eine niedriger motorisierte, also zum Beispiel meine 300er, die verzeihen halt einfach viel mehr. Wenn man hier eben am Gas zieht und man keine Erfahrung hat, das kommt ja dazu, ja, das ist das Problem. Ich merke das ja jetzt schon hier, dass ich bei 10.000 Umdrehungen, ich weiß gar nicht, wie viel km, ich achte jetzt mal drauf, wie schnell ich eigentlich bin, wenn ich beim ersten Gang bei 10.000 Umdrehungen bin. Da hinten ist auch vor allem so eine hässliche Bodenwelle, ja, und sowas kann halt immer passieren. Und dann verziehst du den Gashahn. Gang bei 10.000 Umdrehungen und da ist noch Luft nach oben. Verrückt. Ich wollte runterschalten. Aber ich bin im ersten Gang. Crazy! Oh Mann, ey. Ey, da muss man sich so beherrschen. So ein Schweineofen, Mann. Fuck!
Und vor allem das Runterschalten. Ich komme nicht klar. Das ging bei der 300er so easy. So soft. Und hier jedes Mal so. Oh, du willst runterschalten? Boah. Mann. An der Stelle beende ich dann mal das Video, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Videos mit der ZX6R sehen wollt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo natürlich besonders freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, wo ich übrigens neuerdings ziemlich viel poste. Lohnt sich also vorbeizuschauen. Ich verlinke euch als Links noch zwei Videos. Diese Videos könnt ihr auch gerne noch anschauen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Habt noch einen schönen Tag und haut rein.